Ja, hallo Leute, hier bin ich wieder. Diesmal mit dem Andreas Gutja, dem Andi, dem Gitarristen von Tankard. Andi, wie läuft's? Du bist seit einigen Tagen dabei, die Gitarrenspuren für RIB aufzunehmen mit Michael Mainz. Wie bist du bislang vorangekommen? Perfekt, super. Sind fast fertig mit den Rhythmusgitarren. Aber das ist erstmal die Hauptsache, damit die Basics halt stehen. Und nächste Woche werden wir uns dann ein bisschen mit den Leadgitarren beschäftigen und ich bin zuversichtlich, dass es ganz gut über die Bühne läuft. Du hast ja, glaube ich, das Gros des Materials geschrieben oder sogar alle Songs, kann man das so sagen? Nicht ganz alle. Der Frank war diesmal auch wieder mal ein bisschen kreativer als sonst gewesen und der hat auch zwei Songs dazu beigesteuert. Wie siehst du das Material im Vergleich zum letzten Album, A Girl Called Cerveza? Da hattest du ja auch sehr viel beigesteuert. Also wir haben versucht, diesmal ein bisschen alles kompakter zu machen, ein bisschen weniger Parts in die Songs reinzupacken, weniger Wiederholung. Ja. Das Album wird auch deutlich kürzer von der Spielzeit werden. Und ich bin aber auch so guter Dinge, dass es die richtige Entwicklung ist, weil das Ganze ein bisschen kompakter wird und einfach gleich auf den Punkt kommt und die Songs sind halt knackiger geworden. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut? Ich meine, du hast ja noch einen Job, du bist Ingenieur, also Softwareentwickler, glaube ich, sagt man, gell? Ja, Softwareentwickler. Hast zwei kleine Kinder, eine Ehefrau, natürlich viele Freunde, Hobbys. Wie schafft man das dann, 8 Songs, sage ich jetzt mal, zu schreiben? Du hast doch die ganze Vorproduktion bei dir im Homestudio gemacht, da würden viele Leute dran scheitern. Indem man morgens um 5 aufsteht und erstmal, bevor man auf die Arbeit geht, 2 Stunden in die Platte investiert. Echt? Ja. Wie viele Monate oder Wochen hast du das getan? Ich denke mal so über 4 Monate ging das schon konstant. Respekt. Wie schaut's aus mit den Songs? Hast du bislang einen Favoriten oder willst du erst warten, bis der Gesang auch steht? Weil das hat der Olaf gesagt, als ich gefragt habe, welchen Song findest du bislang am besten? Hat er gemeint, er muss erst mal hören, Gitarren, Gesang. Du kennst jetzt quasi nur Schlagzeug und deine Gitarren. Also ich habe schon meine Favoriten. Ja. Wir sind auch von der Vorproduktion so schon ziemlich nah, denke ich mal, am Endresultat dran. Also nicht jetzt vom Sound oder so, aber halt von den Songs und von den... Wir haben das erste Mal sind wir ins Studio gegangen und hatten auf der Vorproduktion sämtliche Texte drauf gehabt. Mhm. Originaltexte. Das hat es vorher auch noch nie gegeben. Und ein Novum. Also man konnte sich schon anhand der Vorproduktion ein gutes Bild machen, wie es wird, welche Songs wie werden und ich habe, klar, habe ich meine Favoriten, das ist R.I.B. Ja, der Titelsong. Der Titelsong. Dann habe ich noch einen Song, der mir gut gefällt, Enemy of Order und Riders of Doom. Mit Michael Mainz zusammenarbeitet, der hat auch die Volume 14 gemacht und A Girl Called Cerveza. Wie ist so das Zusammenarbeiten mit Michael? Du hast ja auch in der Vergangenheit schon mit Andy Glasen, der auch ein prima Produzent ist, zusammengearbeitet. Was zeichnet denn Michael aus? Also es ist ganz klar, wenn wir hier arbeiten, dann ist es manchmal so, gestern Abend bin ich, glaube ich, um 2 ins Bett gekommen und das ist irgendwann immer abends auch mal ein Punkt erreicht, wo man eigentlich fertig ist. Also da geht nicht mehr viel. Und den Micha zeichnet er auf jeden Fall aus, dass er einen immer noch mal so ein bisschen motivieren kann und kann so, komm, jetzt probieren wir es noch mal. Wir haben es ja gleich geschafft. Und er ist ein sehr guter Motivator auf jeden Fall. Und es ist klar, wir machen die dritte Produktion zusammen. Manchmal kommt es einem schon so vor, als wenn wir so ein altes Ehepaar wären. Wir müssen gar nicht mehr reden. Wir wissen dann schon genau Bescheid, was der andere so denkt gerade und was der eigentlich will. Und das ist natürlich dann auch angenehm. Trinkst du, wenn du einspielst, auch ab und zu mal einen Schoppen oder ist das verboten? Verboten ist es überhaupt nicht, aber ich mache es auch nicht. Also, machst du echt nicht? Nee. Ich habe jetzt 3 Tage aufgenommen und ich habe in den 3 Tagen hier 2 Bier getrunken und da waren wir eigentlich fertig. Okay. Wieso machst du das nicht? Lenkt das ab irgendwie, wenn man 1-2 Schoppen trinkt, weil man dann vielleicht nicht mehr so exakt spielt? Oder? Ja, es geht auf jeden Fall auf die Konzentration und wir wollen ja hier 100% geben und nicht 95. Ja.
Ja, Girl Code Cerveza war ja recht überraschend auf Platz 32 der deutschen Longplay Charts. Damit haben wir ja alle nicht unbedingt gerechnet, weder die Band noch die Plattenfirma Nuclear Blast. Habe auch den Olaf letzte Woche schon gefragt, was ist dein Tipp fürs neue Album ARB? Besser, schlechter? Hast du irgendeine Zahl? Also ich sag mal so, wenn wir es halten könnten, wäre ich schon sehr zufrieden. Mhm. Alles, was besser ist, natürlich schön. Mhm. Aber ich denke auch mal, es könnte so wieder so ungefähr einschlagen. Es kommt natürlich auf die Konkurrenz in der jeweiligen Woche drauf an. Das hat damit auch was zu tun, ja. Das ist klar. Ja, dann vielen Dank und weiterhin frohes Schaffen. Und nächste Woche sprechen wir dann mit dem Gerre. Alles klar, viel Spaß. Danke. We burn, burn like fire, until we go mad. We press, pressing higher, not one day.